Guten Morgen, alle Gute. Mein Name ist Marc Ferring und ich führe die Schaut durch dieses Webinar. Wir sind bei der Lux-Innovation verantwortlich für den Departement von den öffentlichen Beihilfen für Innovation und Forschung. Ich heiße nicht alle Gute willkommen bei diesem Webinar, wo wir heute Gesetz vom 24. Juli vorstellen, dem sein Ziel das, in diesen schweren Covid-19-Zeiten neue Investitionen an die Betriebe zu stimulieren. Dieses Webinar wird zusammen organisiert zwischen dem Wirtschaftsministerium und der Lux-Innovation mit der Unterstützung von der Chambre de Commerce, der Chambre de Métier und der FEDIL. Gesetz aus den letzten 22. Juli an der Chambre gestimmt gehen, mit dem Zweck Betriebe, die während der Covid-Krise abbauen von ihren Revenuen haben, zu überzeugen, Investitionen trotzdem durchzuführen, die sie eventuell während der wirtschaftlichen Krise nämlich spät oder sogar gar nicht gemacht hätten. Danach wird ein Vertreter vom Wirtschaftsminister euch alle guten Details eingehen über die Modalitäten vom neuen Gesetz. Während der Präsentation zeigt nicht, wir schon Fragen anzurechnen. Ihr könnt das Fragen natürlich auf Lützburg schreiben, mehr aber auch auf Französisch, Deutsch oder Englisch. Am Ende von der Präsentation gilt dann auch genug Zeit, für alle guten Fragen und die Mischfragen anzugehen, weil ich gesehen, die Sitze zu maybe 150 angeschrieben, dann sind da schon 100 Leute konnektiert. Dafür wird es wahrscheinlich schwierig gehen, heute auf alle guten Fragen anzugehen. Wir werden aber so viel wie möglich Fragen beantworten und ich kann nicht schon sagen, dass wir auch werden, ob dem guichet.lu eine Rubrik für Fragen und Antworten online setzen. Die hat auch die Möglichkeit, den Webinar von heute nach einem Replay zu gucken. Dafür kriegt ihr nur ein Webinar heute nach dem Link per E-Mail zugeschickt. Übrigens auch den Webinar auf französischer Sprache von der letzten Woche, was auch noch immer am Replay disponibel. Auf der Seite von der Lux-Innovation sind auch die Mitarbeiter dafür da, zu ihrer Verfügung, für euch alle guten Informationen auch nur diesem Webinar zu geben, die ihr braucht, an die nötig sind, für ihr helfen und zu freuen. Ehe wir aber noch zur eigentlichen Präsentation vom neuen Gesetz kommen, lade ich euch an, für den Wirtschaftsminister, den Herr Franz Feyer, nur zu lauschen, den ein paar Worte und nicht richten will. Willkommen zu diesem Webinar. Wenn es der Corona-Krise denken viele Betriebe darüber nur für geplanten Investitionen aufzusuchen oder ob mehr spät zu verlieren. Wir stellen euch heute eine neue finanzielle Hilfe für gerade in diesen Zeiten Betriebe zu encouragieren, für das nicht zu machen. Wir kofinanzieren gerade nur massive Investitionen für Betriebe an Digitalisation, an den an den Ausbau von Produktionslinien, an neue Dienstleistungen oder an mehr Energieeffizienz. Wenn ein Invest dann noch nach konform zum Prinzip von der Kreislaufwirtschaft ist, dann kann der Betrieb nach einem Jahr bis zu 20% finanzielle Hilfe mehr kriegen. Damit ist Lützburg ein Pionier in Europa. Kein anderes Land an der EU hat so eine Hilfe, so eine generelle Subvention für Investitionsprojekte im Bereich von der Kreislaufwirtschaft. Seit dem Anfang von der aktuellen Krise war die erste Priorität von der Regierung die Halle von den Arbeitsplätzen, von der Kaufkraft von den Leuten und damit auch die Überleben von jeder Entreprise. Sowohl am Stabilisierungspakt wie auch am Programm Neustart sind schon Mesuren dran, für die Ökonomie neu aufzustellen und mich nachhaltig auszurichten. Das hier ist eine Hilfsmesur, die auch dazu beiträgt, dass das Wirtschaft und Betriebe in Zukunft besser durch so Krise kommen. Ich sage den Organisatoren von diesem Webinar merci und wünsche euch alle Guten einen interessanten Echange. Voilà, du machst heute schon einen kurzen Abblick an das neue Gesetz vom Minister. Gut. Nun kommen wir aber zu der eigentlichen Präsentation mit den Details von den Modalitäten, den Eligibilitätsregeln und den Sorten von Projekten, die über das neue Gesetz können unterstützt gehen. Dafür gehen wir fort und den Ernest Böwer vom Wirtschaftsminister, wohnen an der Generaldirektion Forschung, Intellektuelle Proprietät und neue Technologien und schaut aus von der Instruktion von den BMS-Dossieren. Ernest, die Autorin. Ich habe eine Chance für die erste Rede vom Herrn Minister Feyo selber, das Regime annonciert zu haben. Ich meine, du hast das Fisch davon geholt, gesagt, wie weit das Regime eigentlich angerichtet ist. Da gibt es zwei Sachen, dass einerseits die Investitionen, die eigentlich sollte gemacht
gehen, riskieren, zurückverlöscht zu gehen, karim annulliert, respektiv, wenn ihr bedenkt, dass die meisten Investments auch strategisch Konsequenzen oder wichtig sind für den Betrieb, also umso mehr wichtig für die aber trotzdem durchzuführen. Lot zur EID, an welcher Form geht die EID an dem Regime präsentiert? Es handelt sich am Anfang eine Kapitalsubvention, das sind also Summen, die nicht muss zurückgehen. Den das plafoniert auf 800.000 Euro. Und die 800.000 Euro stehen aber nicht lang diesen Regime zur Verfügung, die man nur werden zu Summe gucken, mit sind noch nach einer Regime, die an die 800.000 Euro da müssen drauf passen. Da war zum Beispiel den d'avance remboursable, da werden den oder den anderen von euch auch schon angefragt tun. Der Fonds de Relance, de la Solidarité pour Entreprise, und last but not least auch d'aide forfaitaire de Relance du Commerce de Détail. Da muss ich gucken, wer dann die verschiedenen Regime ist, und da dürfen wir nicht über die 800.000 Euro rausgehen, hast du pro Betrieb, dass man muss bedenken, es geht um die Gruppe, muss noch die ganze Gruppe gucken. Da das Basis von der Berechnung von den 800.000 Euro, da muss ich gucken, welche Kosten effektiv können die Rechnung mal dran geholt gehen, das sind also die eligible Kosten, und die gehen au rapport von den verschiedenen Projekten auch gerechnet. Und das gesehen mal oder noch, was genau du als eligibel kann ugesehen gehen, aber nicht. Kann der Betrieb die EID aufrufen, da gibt es eine Reihe von Kriterien, die gucken wir einen oder anderen durch. Wir können schon direkt sehen, ob darauf Fragen kommen für das EID. Du hast zum Beispiel die erste Sache, hat der Betrieb einen Rückgang vom Chiffre d'affaires, also vom Umsatz an dem Zeitraum April, Mai, Juni, am Vergleich zu dem Jahr für drin. Der muss da konkret holen, Mayen, von dem April, Mai, Juni von 2020, und der Vergleich dann mit der Periode von 2019, ab den drei Monaten. Oder, wenn ich noch kann, gucken, was den Durchschnittsumsatz vom Monat an dem Jahr 2019 war. Ich dort den Betrieb, die zwei Möglichkeiten für zu gucken, und dann kann ich dann die Reifsischen, die am vierteilhaftesten für die Betriebers. Für die Betriebe, die 2019, 2020 gegründet gehen, da hält den Erfolg der Mayenne von dem ganzen Chiffre d'affaires, den Center der Existenz von dem Betrieb, zu verzeichnen. Was ich noch brauche, zweiter Punkt, ist eine Handelsermächtigung. Just die so einen Hund können mitmachen, und zwar muss die datieren vier um 18. März 2020. Alle Aktivitätssektoren mit Ausnahme von der landwirtschaftlichen Produktion, also Primärproduktion, Fischerei und Agrikultur können mitmachen. Das sind die drei Sektoren, die wir hier gesehen haben, sind ausgeschlossen und noch hier separat das Subventionsregime. Ganz wichtig, nächster Punkt, dass das Projekt darf nicht angefangen gehen, bis der Wirtschaftsminister decidiert hat, für die EID dann noch zu akkordieren. Nicht angefangen. Du musst ganz genau aufpassen, was du zugehört. Zum Beispiel zählt du zu, angefangen als ein Command gemacht zu haben, auch was du noch nicht angekommen hast, auch was du noch nicht bezahlt hast. Ich kann kein Command machen, kein Kontrakt daran schreiben, sie wird mit Banken oder eventuell ein Organismus der Recherche, ich kann kein Verträge noch schreiben. Eine andere Sache, die auch geguckt hat, dass wie groß ist das Projekt. Da gehen also minimal größten von der Investition, die gemerkt hat. Nun für Mikro- und Kleinbetriebe muss das Minimum mit Projekt sein 20.000 Euro auch TWR. Bei mittelgroßen Betrieben sind 50.000 Euro, aber bei großen Betrieben sind es 250.000 Euro Minimum vom Projekt. Wir können da froh zu kommen. Eligibilitätsregel, das ist den famosen Kriterium von Entreprise en Difficulté. Das ist die Ratio, die gerechnet wird, an die geteilt geguckt bei den Mitteln, aber bei den größten Betrieben. Die müssen nur den Regeln von der europäischen Reglementation, dürfen nicht Schwierigkeiten sein. Bei Mikro- und kleinen Betrieben wird aber die Ratio nicht geguckt, da dürfen wir kein Kollektiv-Insolvenzverfahren fehlleihen.
Dat is also kein Fait. Lookt nach einer anderen Geschichte, dat das ja Kreis von dem Betrieb, Kreis vom Grupp. Da war es so, dass die Kreis, von der wir schwätzen, also von der Kreis vom ganzen Grupp. Ich muss nicht nur den Betrieb, wir müssen alle gehen, die Betriebe mal dran rechnen, die für, mit dem echten Betrieb verbunden sind, also Entreprise lié, oder Partnerbetriebe, abhängig von der Partizipation, in die eine Richtung, in die andere Richtung vom Betrieb. Und da brauchen wir einen kompletten Organigramm, den an der Mond muss dabei leihen, dass wir genau wissen, Trägerant hat, also Betrieb, den der Mond stellt, wie viel Partizipation hat den, an welchen Betrieben. Wenn wir den Tableau drüber gucken, sehen wir auch die verschiedenen Kriterien, die geguckt gehen. Wir haben vier größten, das Mikro, Klein, Mittel und Großbetriebe. Und wir haben davon drei Kriterien, die an zwei Gruppen angedeelt sind. Der nächste Kriterium, das ist den von den Arbeitsplätzen. Die gestaffelt nur, also ein Betrieb, der mehr als 10 Employen hat, die kann auf dem Kriterium als Mikro gelten, mehr als 50 Klein, 250 Mittel, aber bei 250, wenn es darüber rausgeht, ab 250 ist es ein großer Betrieb. Das zweite Kriterium, das geguckt wird, als am Fonds geholt, zusammen gesagt, ist entweder dem Umsatz, am Euro, ohne TVR natürlich, oder den Total vom Bilan. Wenn der Dolo hier geht, an, die muss da gucken, ob man ein Kriterium von den zwei muss erfüllt sein, wir können dann an den Gruppe zu gehören. Ich gebe euch ein Beispiel. Für zu wissen, als ein Betrieb ein mittelgroßer Betrieb, an den Betrieb von den Umsatz von 8 Millionen, wurde ein Bilan von 12 Millionen, dem Moment für den Umsatz die Kondition überfüllt, an dem Moment für den Kriter vom Umsatz an Bilan auch erfüllt, da muss ich just nachgucken, wie viel Leute beschäftigt sind. Bei denen noch 50 ist, dann sind definitiv als kleiner Betrieb abgestuft. Das ist ein Exercice, den all Betrieb für seine Gruppe muss machen. Hallo, zwei Beispiele. Das ist das, eine einfache Variante, dass ein Betrieb den autonom ist, das ist in der nicht direkt in einem anderen Betrieb hat. Der Betrieb ab hat auch seine Employen an hat ein Bilan von 1,19 Millionen Euro an einen Umsatz von 3,4. Wir sind also hier, weil der Bilan an den Umsatz geht, unter den 10 Millionen, wo man doch wird schon in kleinen Betrieb. Wir haben aber hier 18 Leute, die hier arbeiten. Und da war es dann von Grund so, dass wir hier an einem kleinen Betrieb sind. Wir haben hier Madame A, den Herr B und Madame C sind hier Aktionär. Sie haben keine Partizipation an einem anderen Betrieb. Und da war es dann von Grund kein Lien zu einem anderen Betrieb. Und wir können dann von Grund die Analyse von dem größten Betrieb mit diesen als ob den Betrieb A beschränken. Hier können ein zweites Beispiel, da haben wir von geholt, dieselbe Betrieb, und dann den Betrieb A, Madame A, den Herr B, Madame C ist, wie du heute, was Madame A, denke 51% an den Betrieb B. Zusammen mit dem Herr D, der hat 49% davon, und dieser Betrieb B wird 100% an den Betrieb C. Weil Madame A majoritär ist an dem Betrieb B, muss man kontrollieren, ob der Betrieb B nicht am selben Marge ist oder an einem Marge, den entweder fehlgeschaltet ist oder nur geschaltet. Wenn man den Betrieb A gemacht machen, der Betrieb B an der metallverarbeitenden Industrie schaffen, also Trägerin zum Beispiel präparieren, vier Remorken zu machen, dem Moment, wie an seinem Marge. Wir sind ein viergeschalteter Marché und wir müssen den Betrieb B zum Grupp dabei zählen. Und wir haben den Betrieb C, den wir auch an dem, den wir auch noch gebaut, da müssen wir auch noch, pardon, den Betrieb C dazu rechnen, weil sie alle gut am selben Marché sind. In diesem Fall haben wir von dem Betrieb
wenn wir durch die Gruppe gucken, da geht der Betrieb B an den Betrieb dazu, also Betrieb C dazu. Wir haben also hier, wenn wir das so machen, von dem Bilan, respektive von den Employeen an dem Umsatz, da stellen wir fest, dass wir hier im Fall von einem großen Betrieb sind. Kommen wir zu den verschiedenen Typen von Regimen, unter dem Ganzen drei Regimen. Und Entwicklungsprojekten, wo eben auch noch ein Element von der Kreislaufwirtschaft dazugehören. Dabei kommen wir haben Innovationsprojekte von Verfahren oder von der Organisation. Und wir haben Projekte über die Energieeffizienz, respektive ein Defassement von den Umweltnormen, errichtet. Zu dem ersten Projekt als so, da muss gucken, den Investissement, der gemäht wird, wozu dient den? Geht es dabei um die Erweiterung von einem Betrieb, einem Etablissement, dann ist ein eligibel, oder könnte zu einer Diversifikation von den Aktivitäten, sie finden neue Produkte oder neue Services, oder kann der auch eine fundamentale Änderung von dem ganzen Produktionsverfahren sein, der am Fonger oder von den Dienstleistungen, in dem Fall sind sie auch eligibel. Was dann also noch ausgeschlossen ist, das sind alle die Kosten für neue Betriebe zu gründen, das Setzen von Material, der Test von der Fonger eine Aalmaschine durch eine neue ersetzt, wo weder eine Erweiterung, eine Produktionssteigerung festzustellen ist, und auch eine Diversifikation von der Produktion und von den Services. Dem Moment sind wir am Anfang um ersetzen, das ist nicht eligibel. Was auch nicht eligibel sind, das sind Gefährer. Alles Material, was rollt, Kamion, Kamionetten, respektive Investitionen, die am Anfang just zu Dingen für die verschiedenen Reglemente und Gesetze zu erfüllen. Bei dem Regime ist es so, dass es da, wie der Herr Minister das auch annonciert hat, ein Bonus on top kann gehen, wenn ein Komponent von der Kreislaufwirtschaft festzustellen ist. Wir haben hier am Ganzen fünf Möglichkeiten oder fünf Kategorien von Kreislaufwirtschaftselementen. Wir haben entweder eine mehrere Effizienz an Nutzen von den natürlichen Ressourcen oder es gibt eine Verwertung an eine Weiterverwendung von den Produkten. Geht verlängert, die Möglichkeit gehen an dem Projekt für die Produkte, also die Recyclabilität zu erheben, respektive den Inhalt von gefährlichen Substanzen deutlich zu reduzieren oder wo die Produktion von den Abfällen verhindert wird. Kommen wir zum zweiten Typ von Projekten, das sind am Fungal Day. Wo es Innovationsprojekt geht, die Verfahren respektive die Organisation am Betrieb betreffen. Der nächste Tipp, das ist also ein Innovationsprojekt vom, am Verfahren. Da geht dann von Gehol ein Projekt von der Umsetzung von einer neuen oder deutlich verbesserten Produktions- oder Distributionsmethode. Distribution, Verkauf, Kommerzialisation von der. Und das muss aber deutlich technisch, materiell und informatisch Änderungen mit sich bringen am Kader, am Betrieb und am Kader von dem Projekt. Wenn wir von einem Innovationsprojekt an der Organisation schwätzen, da geht ganz klar um die Umsetzung von einer neuen organisatorischen Methode an den Geschäftspraktiken, an der Arbeitsplatzorganisation oder mit den externen Relationen, die der Betrieb hat. Eine Innovation über die Organisation kann auch die Erleichterung vom Teletravail oder die Errichtung vom Teletravail durchstellen, weil eben durch die Methode Travail am Betrieb geändert wird. Was hier in dem Fall wichtig ist, dass man steht auch ganz klar von einem normalen Investitionsprojekt, den wir hier drüber gesehen haben, dass du musst einen bedeutenden Betrag auch vom Personal, vom Betrieb, gefordert gehen, für die ganze Sache umzusetzen, für neue Prozeduren auszuschaffen,
für das Businessmodell umzuändern, das hat dann auch größere Implikationen auf das Funktionament von der Organisation oder der Produktion von Verfahren oder vom Betrieb. Gut. Da kommen wir auch schon zum dritten Element, also zum dritten Tipp von Projekten, und das sind die von der einer besseren Energieeffizienz oder ein Departement von den Umweltnormen, die halt aktiv sind oder die zurzeit gelten. Am Fall von einem Investitionsprojekt von der Energieeffizienz geht es davon darum, für die Quantität von den ersparten Energie zu bestimmen durch Messungen oder durch Schätzungen und dann die zu vergleichen mit denen, die am Anfang geholt durch das neue Projekt errichten. Das ist also ein Vergleich zu machen von vorher und nachher. Das ist so, dass der zweite Volley betrifft am Anfang geholt die nationalen Normen. Da muss ich gucken, wie eine Norm hast du, wenn der Betrieb hier geht und er sieht, ich meine Investitionsment, den aus eigenen Gründen will drinnen gehen und dass die Normen, die Investitionen, die sind selbstverständlich, die sind auch eligibel. Und das ist so, wenn keine Normen da sind, wenn wir allgemein kann festgestellt gehen, dass den Umweltschutz dadurch erreicht wird, können die Projekte auch eligibel sein. Weil das an diesem Tipp von Regime nicht eligibel, wegen so zurückgekehrt Gefährer, wir kriegen ganz froh von den Elektroautos gestellt, die sind also hier zum Beispiel nicht eligibel. Mit seinen Verbrauch alle die Investitionen, die gemäht gehen, wie überhaupt die Umweltnormen zu erreichen. Wir sind also just bei den Sachen, können mitgezählt gehen im Departement von den Normen. Lo, den ganz interessanten Wolle, was sind die verschiedenen Hilfen, die der Staat kann gehen, an denen Fällen, die drei Regime. Nicht als Rappel, den Plafond also bei 800.000 Euro pro Gruppe. Lohnregime und den echten Regime, das ist die Entwicklung, also den Investitionen. Das sind alle die Sachen, die, sagen wir mal, die materiell und immateriell Sachen, die gekauft gehen, die sind eligibel. Und bei den Mikrobetrieben, also das so, da können bis zu 30% vom Staat beigesteuert gehen. Bei Mittelbetrieben sind 25%, aber bei großen Betrieben 20%. Wenn man nur eine Komponente von der Kreislaufwirtschaft feststellen können, da gehen etwa 20% drauf von der Tour von der Runde. Das ist bei einem Mikrobetrieb gehen wir von 30 auf 50%, bei einem Mittelbetrieb von 25 auf 45%, aber bei einem großen Betrieb geht man dann nur auf 40% kommen. Am zweiten Tipp sind die Innovationsprojekte für Verfahren oder auch andere Organisationen. Da kommen dieselben selbst Tipp von Kästen können du als Basis geholt gehen. Das ist also die Ausschaffung von materiellen oder immateriellen Aktiven. Das ist, die muss schon aufgeschrieben gehen. Neben auch Personalkästen, auch noch kontraktuelle Forschung, die eventuell mit einer Organisation gemerkt wird, oder auch sonst noch einer Betriebskästen wie Konsumenten. Und da steuert der Staat 50% bei, unabhängig von der Größe von Betrieb. Dritten Tipp von Projekten, das ist für die von der Energieeffizienz auf den Departementen von den Normen. Da sind immer wieder alle Gewerbeschaffungen betrifft, die aufgeschrieben gehen, und da sind es pauschal für unabhängig von der Größe von Betrieb 50%. Wie kann ich einen Demand erreichen? Wie gehen wir dafür? Die erste Sache, die wir rekommendieren, das geht auf den Site guichet.lu. Da fand der Fungel der Regime mit all den Erklärungen, die schon noch gehen und die am Fungel auch die verschiedenen Gesetze präsentieren. Und dann klicke da unten auf den Knöpfchen für einen Demand aufzugehen.
da kommen da op den Maigische, du gehen dann hingehen an der Krea da RNS Pass professionell, wandern nach nicht so tun. Wir wandern die schon nur, da können da den Marsch auswählen, die hei ganz konkret, da das MECO Doppelpunkt Covid-19 minus Projet d'Investissement ICO. Und da können da die Formulare ausfüllen. Die wird feststellen, dass da ein Deal hat, den da können da direkt auf dem Guichet ausfüllen, also direkt an dem Online-Formular. Und dann verlernst du dann ein zwei Dokumente, offen bei allen Regimen, die da dann ausfällt. Du musst ja einfach protest ein Decision, dann hat der Regime für da raus. Dann hat dann ein paar zwei Dokumente, das ein paar Beschreibung vom Projekt, und noch ein paar die finanzielle Synthese. Wenn er das dann alles präpariert hat, dann kann er das Formular aufchecken, vergessen wir nicht, auch bei der Annexen dabei zu lehren, wenn die gefordert sind. So viel also zu den, für den Mord aufzugehen, für das Lomatach mit dem Time, also wie es den Zeitauflauf, also die können nur in den Mord aufgehen. Gesetz außer Kraft, denkt daran, dass ich könnt beruhen lassen von der Luxinnovation, mehr braucht von der Chambre de Commerce, House of Entrepreneurship, Chambre de Métier, an noch für die Demand dann aufzugehen, schickt sie richtig ran um Minister de l'Economie, über den Maigische, an die Demanden, die man können behandeln, muss für am 1. Dezember gerichtet. Dann läuft die Instruktion, die wir beim Minister de l'Economie machen, bis hin zur Decision vom Minister. Nach ein paar Jahren, wenn ich geliefert, keine Bestellungen oder Verträge unterschreiben am Kader von dem Projekt, ihr Decision vom Minister fehlt. Wenn die fehlt, könnt ihr also das Projekt starten, die Verträge unterschreiben, dann hat er zwei Jahre Zeit, für das Projekt aufzuwickeln, in compris die Bezahlung von den Rechnungen, die dazu gehören. Wenn das Projekt da fertig ist, dann könnt ihr eine Demand für das Remboursement, also für den Fonds, für das unzufrieden, die der Anfang akkordiert hat. Durchschickt er daran die Rechnungen von den Kästen, an dem er auch beweist, dass er die bezahlt hat. Und da geht den Prozentsatz, den festgehalten hat, geht dann, wird er vom Staat remboursiert. Vielleicht eine kleine Präzision, für Projekte, die mir lang dauern, können da auch Tranchen aufruhen, wo am Anfang oder so, weil er nur ein Jahr wo man schon einen größeren Teil vom Investissement gemäht, können die auch schon für die Runde rauschecken. Geht aber nicht unter sechs Monate, weil eine Tranche unter sechs Monate nicht sinnvoll. Kommen wir noch zu einer Reihe von Beispielen. Ich meine, die werden die ganze Zeit auch ein bisschen mehr klar machen, immer dann noch zu den Fragen kommen. Hier ist ein Beispiel von einem Betrieb A, der will an den zusätzlichen Schredder investieren, für Rohmaterialien für den Produktionsprozess vorzubereiten. Wir stellen aber hier keinen, weil es einfach ein normaler Schredder ist und nicht zusätzliches so Funktionen hat für die für drin. Als keine Kreislaufwirtschaftskomponent festzustellen, mehr weil der zusätzliche Schredder ist, als den Investissement eligibel, aber ohne den Zusatz von der Kreislaufwirtschaft. Einmal den zweiten Fall, der zusätzliche Schredder wird investiert, mit den neuen Schredder ermöglicht aber für lokal sekundäre Rohmaterialien zu verschaffen. Das heißt, für eine gewisse Recycling auf dem Site zu machen, für den noch einen Produktionsprozess ranzukriegen. Dann haben wir gemerkt, weil Investissement also sich eligibel, weil ein zusätzlicher Schredder ist. Und dann haben wir auch noch die Kreislaufwirtschaft, die ist in diesem Fall dabei, weil wir ja von Gehol den Recycling können am Betrieb aufhören. Drittes Beispiel, das ist der Betrieb C, der will am von Gehol ein System errichten, Product as a Service, wohin gave Bauelemente, also Betons, Pavéen, nicht mehr zum Beispiel verkaufen, die eigentlich lehnen, und die geben die doch zurückholen, aber man kann neu benutzen. Die geben du, wenn sie investieren, an eine neue Putzmaschine von den Pavéen, mir auch an den neuen Schredder, wie die Futis-Pavéen dann
nicht verschaffen. Du hast auf Hongerhol, weil es zusätzliche Investitionen an neue Produkte sind, sich aus dem ganzen Projekt eligibel für Investitionen hier. Und zusätzlich außerhalb on top, also den, nach festzustellen, dass ein Element von der Kreislaufwirtschaft dabei ist. Und da könnte den auf Hongerhol auch berücksichtigt werden. Kommen wir zum vierten Fall, den auf Hongerhol in Innovationsprojekt also in der Organisation, das ist der Betrieb A, die will ein digitales Interface errichten, für das Produkt auf Hongerhol nur muss zu verkaufen, mehr am Platz, dass ein Installateur oder kommerziell auf das Site bei den Klienten geht, kann der Klient mit Hilfe von dem, der Interface sein Donnen errichten und dann auf Hongerhol schon direkt alle die Daten angehen, wo dann kann ein Kommando auf Hongerhol davon aufgelegt gehen. Wir haben also hier mehr wie just eine Software errichten. Hier ist am Anfang ein ganz neues Verfahren, wie ein Command präpariert wird, wie ein Produkt beim Client präsentiert wird. Und hier brauchen wir auch eine ganze Reihe von Personal, das von dem Betrieb muss dabei schaffen. Und da haben wir dann noch ein ganz klares Innovationsprojekt von der Organisation. Einmal in den fünften Beispiel, nummer der Betrieb E, den am Fongerhol die aktuellen Emissionsniveaus respektiert. Er will aber wie weit gehen und er will eine neue Gasbehandlungsanlage sich ausschaffen, für am Fongerhol das Niveau von Emissionen weiter hochzukriegen. Also mal ganz klar an einem Projekt von dem Departement von den Umweltnormen. Und du hast am Anfang auch das ganze Investitionen als du eligibel an den Energie 50%. Du hast dafür auch beim letzten Beispiel gewusst, wo könnt ihr euch informieren? Ihr könnt selbstverständlich bei der Lux-Innovation informieren, aber auch bei der House of Entrepreneurship von der Chambre de Commerce, bei der Chambre de Métier. Und auch bei der FEDIL, die können nicht weiterhelfen. Denn das Ministerium der Ökonomie steht sich auch zur Verfügung. Und das besonders am Kader von der Instruktion, die wir am Fongerhol verstärkt, mit dieser Kontakt werden treten, wenn wir weiter froh sind zu der Eligibilität, respektive von der Instruktion von ihrem Dossier. Damit wir am Fongerhol bei der Präsentation auch kommen, geht es für die ganze Sache umzusetzen, wie gesagt, das ist eine Präsentation, die am Fongerhol Gesetz ganz graf umreißt, wie selbstverständlich aus dem Text vom Gesetz spannend und nicht unbedingt die Präsentation heute, sowohl die einzelnen Termen. Wir sind also sicherlich heute nicht komplett mit dieser Präsentation. Weil ich darf dann vor zurückgehen und den Mark für dann eben das Seminar weiterzufeiern. So eine Schmerze für den Urlaub dran. Vielen Dank, Ernest, für das klare Präsentation. Ich informiere mich auch nachher, dass die Präsentation nur dem Webinar um SIT von der Lux-Innovation wird disponibel sein und die Kritik so auch nach Link geschickt, wo ihr den Webinar auch nachher könnt, gucken. Wir kommen dann nur zu den Fragen und Antworten, die schon eine Reihe Fragen rankommen, zeigt nicht nach weiter Fragen zu stellen. Wir werden die Fragen ein bisschen strukturieren. Ihr habt gesehen, am Gesetz, da wird drei verschiedene Investitionshilfe gesehen gehen. Die eine für Entwicklungsprojekte, die zweite für Innovationsprojekte von Verfahren an der Organisation und danach ein drittes für Projekte über Energieeffizienz oder dem Departement von Umweltnormen. Wir werden vier Kategorien haben. Wir fangen an mit allgemeinen Kriterien, die nicht direkt mit einem von den drei Regimen zu tun haben. Da werde ich dann eine erste Frage direkt stellen und den Bob Veit, den am Wirtschaftsminister in Charge ist vom Service von den staatlichen Hilfen. Und die erste Frage, die rauskommt, ist, sind Betriebe, die schon eine Demand für schon mal speziell angerichtet haben, nach für das Neuhilfen eligibel? Aber ja, und die erste Wand nur einen Aufschluss auf die eligible Cash. Merci für die Frage, Marc. Effektiv, dann für das, wenn der Betrieb vom Chômage Partiel Regime haut hilft, respektive auch noch an der Zukunft oder in der Vergangenheit, schaffen Chômage Partiel,
profitiert wird, bleibt der Betrieb selbstverständlich eligibel für diesen neuen Hilfe. Auch hat es weiteres keinen Impact, ob der Montant tätig rechnen wird oder wenn Kosten eligibel sind. Selbstverständlich, wie für darin erklärt wird, bei einem Projekt d'Innovation, wo auch Personalkosten eligibel sind, passt man natürlich darauf ab, dass nicht Leute, die am Chômage partiell sind, auch umgehen sind, als Personalkosten für nur den Tod zu rechnen. Aber für den Rest ist es nicht ausgeschlossen, wenn der Betrieb schon vom Chômage partiell profitiert hat. Eine weitere Frage, die rauskommt, betrifft den Kumul von den 800.000 Euro, ob die sich auf die legale Entität bezieht, respektive auf die ganze Gruppe. Der Plafond von 800.000 Euro bezieht sich auf die ganze Gruppe. Das heißt, ein Betrieb A, den die Mama-Gesellschaft ist, den unter 5 Durchstaggesellschaften hat, kann nicht für alle legale Entität 800.000 Euro kriegen. Das heißt, da wird die ganze Gruppe geguckt. Eine weitere Frage, die rauskommt, ist auch für die Relation par rapport zu anderen Regimen, die heute am Platz sind, oder respektive die am Platz gesagt werden von der Regierung. Wie ist es mit den Avance remboursables? Wenn der Betrieb schon ein Avance remboursable gekriegt hat, war das ein Impact par rapport zu diesem neuen Regime. In diesem Fall wurde der konkrete Impact, und zwar die 800.000 Euro, wie den Ernest schon für drin erklärt wird, dürfen nicht überschritten gehen. Als Beispiel, wenn ein Betrieb schon 500.000 Euro Avance remboursable hat und hier eine Hilfe aufrät, dann kann das Hilfe nicht über die 300.000 Euro rausgehen. Die nämliche Logik, wo auch Philosophie appliziert, dann noch auf die anderen Regime, die am Platz gesetzt wurden von der Regierung, sie hat den Fonds de Solidarité et de Relance oder auch nach Staatshilfe für den Commerce des Details. Auch da applizieren die 800.000 Euro pro Gruppe. Das heißt, wir gucken alle einzelne legale Entitäten zu dem nämlichen Gruppe gehören. Eine weitere Frage betrifft die Perte vom Chiffre d'Affaires. Wie geht die geguckt? Auch da denke ich, Dabuße vom Umsatz von Minimum 15% stellen wir fest, nicht unbedingt pro Monat. Das heißt, die müssen nicht statt von einem vierten Monat April, Mai, Juni. Aber es kann auch sein, dass ein Betrieb den Impact von der Krise recht spät zu spüren kommt und am April, Mai keinen Impact hat. Aber am Juni in Abbußen hat von zum Beispiel 50%. Wenn man das vergleicht, die nämliche Periode 3 Monate par rapport zu 2019, dass man da kann konstatieren, dass der Betrieb am Moyen aber einen Abbußen hat von Minimum 15% und dadurch ja eligibel ist. Das ist auch wichtig zu betonen, dass der Abbruch am Niveau von der Rekurrent geguckt wird und nicht am Niveau von der Gruppe, das heißt, der Betrieb den Teil aufrät. Auf dem Niveau gucken wir auch, ob der Abbruch stattfindet oder nicht, dass auch dieser Betrieb die Investition realisiert. Weitere Fragen gehen doch da, was Dokumente anbelangt. Da fragen wir uns, die Betriebe, die da Obligationen in der Lösung sind, für eine monatliche TVR-Erklärung ranzureichen, das als Pièce à l'appui mit über die Maigische ranzureichen. Für die anderen Betriebe basieren wir auf ein Relevé von der Rechnung, die ausgestattet wurden für den Monat. Wenige Teile werden akkordiert, aber wenige sind ausbezahlt. Da waren online ein paar Fragen rauskommen. Wir gehen als Beste, sobald die Monate rauskommen, sind so sehr wie möglich zu treten. Wie an der Präsentation illustriert, muss man das spätestens Ende des Jahres 2020 machen. Die hat recht, ein Demand dran zu richten bis zum 1. Dezember 2020 und wir probieren so sehr wie möglich das einzelne Demand zu treten. Wie auch schon erläutert, war ich froh, wie das mit den Akkonten respektive wenn die Telefon wirklich ausbezahlt wird. Wie den Ernst erklärt schon, hört, als geschieht die Überweisung von der Hilfe und sonst recht von der Projektklotüre. Es kann auch sein, für einen bei großen Projekten, wo es scheint, verschiedene Engpässe kommen und Liquiditätsprobleme,
wo der Betrieb kann Akkonten frohen, ob aus von den Rechnungen, die schon müssen bezahlen, und das maximal zweimal pro Jahr. Es sind noch weiter frohen Rackern, ob den maximalen Plafond geht, was den Invest überlangt. Es gibt ein Minimum-Invest, je noch größt, es gibt auch kein Maximum-Invest. Das Einzige, was plafoniert ist, ist die Tölle selber. Das ist ein Betrieb, den wollen wir als Beispiel 2 Millionen will investieren bei einem Innovationsprojekt, Innovation der Procedé zum Beispiel beim Verfahren, und nur 50% gehen kriegen, dann ist die Tölle nicht 1 Million, die ist natürlich plafoniert auf 800.000 Euro. Natürlich unter der Kondition, dass all die anderen Kriterien eligibel respektiert sind. Eine andere Frage ist rauskommen, was der Fournisseur anbelangt, ob da, wo wir die Akquisition machen, ob die, ob die Akquisition respektive den Fournisseur hier am Land muss, sesshaft sein, das ist nicht der Fall. Der Betrieb ist frei für die Akquisition dort zu machen, also zu bestellen, wo er will, sodass da keine Limitation spielt. Kommen wir weiter froh ran, was Fit for Digital anbelangt, wann den Haut am Fit for Digital schon dran ist und da Rekommendationen formuliert gehen, die in Hannover umsetzen, so ist in hier definitiv eligibel, solange die Konditionen natürlich erfüllt sind. Ich denke hier an den Innovationsprojekt, wo in vielleicht den ganzen Produktionsprozess oder Dienstleistung will digitalisieren, da kann ihn dann auch, wenn halt Konditionen erfüllt sind, davon profitieren. Dann ist ein froher Rackum, ob ich schon keine Kommanden machen für eher die Decision vom Minister kommen. Du hast dann ganz klar nie. Hier geht es um Kriterien vom EFE-Initiativ, wo der Betrieb muss warten, dass sie wirklich sicher zu und zugesprochen wird vom Minister, eher nicht überhaupt ein Kommand möchte. Das heißt, all Bannen Engagement dürfte recht gemacht werden, wenn der Betrieb eine positive Decision vom Minister hat. Voilà, ich meine, das wollen die Hauptfragen, was die allgemeinen Kriterien anbelangt. Ja, merci beaucoup. Die Präzisionen zu den allgemeinen Kriterien. Ich gehe dann zu der nächsten Kategorie, vorkommen für die Investitionen an Deckungsprojekten. Und da stelle ich dann die Echtfrau, die Agerich Ginas und den Ernest Böber. Sind Kosten von der Abbetriebnahme von neuen Installationen eligibel, zu kurz oder auch wenn sie am Bilan immobilisiert gehen? Also. Das Zement ist allgemein so, wenn eine neue Maschine kommt, die geht auch gerichtet, und da ist es normal, dass eine ganze Reihe von Arbeiten, von Personal, von dem Betrieb muss gemacht werden, für die Maschine um einen Platz zu kriegen, respektive die Platz schon am Vierfeld vorzubereiten, die elektrisch installieren. Die Kosten vom Personal für die Mise en route sind nicht eligibel. Par contre, was ist eligibel, dass die Installationen oder die Arbeiten im Gebäude müssen gemacht werden, für die Maschine überhaupt hinzustellen. Die Präparation von der Platz, die Arbeiten, die du von einem Dritten, von Prestatären gemacht hast, die noch Rechnungen verleihen, vom Elektriker, von dem, den Teil von der Betonstall möchte, die sind aber in diesem Fall eligibel. Auch noch eine andere Frage, die ganz tags rum, kennt ihr das den Material rollen. All die Geräte, die rollen, Kamionetten, Autos, auch in diesem Fall Baggeren auf der Produktion sitzen, die sind hier in diesem Regime wohl bemerkt nicht eligibel. Dann habe ich noch eine andere Frage, an der das am Front geholt als gefragt gefährt. Ein Beispiel für zu sehen, wie ich muss vorgehen, wie ich Rechnungen muss ich machen, für nur da festzustellen, wie viel kann ich am Anfang kriegen an einem Investitionsprojekt. Hier also ein Beispiel, wir haben einen Betrieb, den ein Projekt von einem Invest von 200.000 Euro. Wir stellen fest, wenn wir die Analyse machen von dem Betrieb, von Gruppen und den Regeln, die wir hier gesehen haben, und ich die ganze Gruppe abgeholt bin,
als den mittelgroßen Betrieb. Da leihen wir also mal für den Invest, den Energiebelast in diesem Fall, wie man wurde von heraus, leihen wir bei 25%. Dicht am Prinzip wird der Betrieb, nur vom Prinzip her, 25% von 200.000 Euro, so gut, das wären also 50.000 Euro. Wenn wir nur noch gucken, hat als ein Komponent dabei von, dem, von der Ökonomie zirkulär, nein, als kein dabei, da bleibt es bei 50.000 Euro. Die nächste Etappe, die man muss gucken, weil wir in einem Grupp dran sind, an, weil das ja auch am Grupp geguckt geht über den ganzen Zeitraum, mit den 800.000 Euro, wird der Betrieb schon etwas gekriegt, ja oder nein, sind wir da nicht in 800.000 Euro, an, so gut, wenn wir da feststellen, dass wir da innerhalb den 800.000 Euro sind, muss man auch gucken, wann der Betrieb den heute Mond gestaltet, an einem Grupp dran ist, wie also mit den anderen Betrieben, die am Grupp sind, sind da nicht auch schon eben Gigin und Betriebe, aber wenn wir die alle zusammen rechnen, wenn wir da feststellen, dass die 800.000 Euro nicht erreicht sind, und die 50.000 Euro passen dann, dann reicht, kann ich sagen, okay, der Betrieb holt nur die 50.000 Euro. Sehr gut. Das war ein bisschen ausfeierlich, aber so sind wir alle über die verschiedenen Etappen noch sagen wir mal, respektiert. Vielleicht nach ein kleines Sache, ganz am Anfang kommen wir auch noch ein bisschen gucken auf das Projekt. Bei einem Mittelbetrieb als ein Minimum 50.000 Euro, als ein Invest Minimum 50.000 Euro. Das muss ich natürlich auch gucken. Die 50, das geht immer von 0 Euro ungerechnet. Das heißt, die 50.000 Euro gehen nicht rausgerechnet. Das hat nämlich auch nach einer Person gefragt, ob recht ab 50.000 Euro nicht gerechnet wird. Ein anderer sagt, das sind froh, die DAX abkönnen, das müssen wir alle ins Fall gucken, ne? Das ist ein Investissement de Remplacement. Was ist ein Remplacement von so einer Maschine? Also wenn ihr eine Maschine kauft, an Parapur zu der Maschine, die du Strom, die aus dem Betrieb rausgeholt hat, an die neuen an Platz, wenn du keine Produktionssteigerung dabei rauskommst. Und die kann doch mit der Maschine kein neues Produkt machen. Dann als den Kostenpunkt wird konsideriert als ein Remplacement. Und dann ist es nicht eligibel. Was hier nicht konsideriert wird, dass als die Maschine nicht sicher oder braucht sie mal einen Platz. Also für die Sachen, all die Kriterien, die ganz wichtig für den Betrieb sind, die elementär für den Betrieb sind, sind aber nur häufig zu gucken, ob die Maschine eligibel ist oder nicht. Sind im Moment nicht relevant. Deswegen wird geguckt, zwei Kriterien, Hauptkriterien sind, wird mehr produziert oder wird etwas anderes produziert. Die dritte Möglichkeit, weil der ganze Prozess komplett ersetzt wird. Der Fall ist relativ rar, mit dem wir anfangen noch die dritte Möglichkeit. Was die Wolle betrifft, ist eigentlich noch kein weiter froh an diesem Moment. Und da vergebe ich auch vor zurückgehen und den Marc Ferry. Merci, Ernest, für die Antworten für die Investitionsprojekte und Entwicklungsprojekte. Du könntest aber auch noch ein anderes Kriterium, was die Kreislaufwirtschaft angeht. Und da bin ich dort weiter und den Christian Tock. Man denkt ja echt froh, ob du musst ein bestimmtes Säulen überschritt gehen, Limiten für das Kriterium von der Kreislaufwirtschaft müssen können erfüllt werden. Ja, merci Marc für die Frage. Also sicher ist ja so, dass die Ökonomie zirkulär auf einer Reihe Prinzipien basiert, die aber von verschiedenen Techniken oder auf verschiedene Art und Weise können adressiert gehen. Und dafür ist es ganz schwer, für an dem Heikader am Vierhaus schon Zölle festzulegen oder Limiten, die müssen erreichen. Weil es gibt ganz verschiedene Businessmodelle, wie in das kann gehen. Dafür ist es einfach, nee, es gibt man keinen, der Tisch, wir müssen da gucken, nur Kar per Kar, je nach Projekt, ob man da so Zölle festlegt. Und da war auch froh, ob die dann noch müssen erreicht gehen, für das Zölle, wo kann ausbezahlt werden. Aber wie gesagt, wir müssen da gucken,
Cas par cas. Ich denke, dass ein Projekt, den Hendo vielleicht liegt in der Erwerbung bleibt, mit trotzdem noch substanziell zirkulär ist, dass das kein Problem ist, wenn natürlich Hendo von der Zirkularität nicht mehr übrig bleibt. Da muss man sich natürlich vorstellen, ob die 20% Bonus noch berechtigt sind. Mit dem geht man da gucken, im Moment, wo man das Dossier durchgucken und verschaffen und dazu zusammen mit den Unternehmen klären. Das war eine solche Antwort über die Ökonomie zirkulär. Und dafür gebe ich dann noch einen Zweck in den Markt. Okay, merci Christian. Wir kommen dann zu der nächsten Kategorie von den Innovationsprojekten von Verfahren oder an der Organisation. Da werde ich kurz zurückgehen und den Bob Veit. Und da ist die erste Frage, wie gehen die eligible Personalkosten bei den Innovationsprojekten bestimmt? Merci Marc. Ja, effektiv, parapport zu den anderen zwei Typen, denen natürlich Entwicklungsprojekte oder noch Energieeffizienz, als bei den Innovationsprojekten alles, was Personalkosten als a priori eligibel, wenn sie einen direkten Lien sind mit der Umsetzung von dem Projekt. Das heißt, bei Innovationsprojekten parapport zu einem klassischen Investprojekt fallen DAX Personalkosten und justement, weil da ein Effort gebraucht wird vom internen Personal. Als Beispiel, es hilft das für das Verfahren zu digitalisieren. Da als DAX die Ingenieure die wichtige Rolle setzen für die Umsetzung davon zu assurieren, respektive auch noch bei einem Innovationsprojekt, was die Organisation anbelangt. Da muss dem natürlich auch die Informatiker so mitschaffen, für überhaupt den Projekt am Betrieb umzusetzen. Das heißt, effektiv Personalkosten sind eligibel, das sind die internen Personalkosten für den Innovationsprojekt umzusetzen. Ein weiterer Frage, die noch rauskommt, ist an dem Bereich, ist, ob es möglich ist, einfach Computer oder ein Logiciel zu kaufen und dann, da wir da eligibel sind für diesen Projekt. Nicht die Akquisition von Computern, respektive einem Logiciel, ist aus sich nicht eligibel. Das ist wichtig, dass der Betrieb bei einem Innovationsprojekt in internen Effort muss machen, für den umzusetzen, mit ihrem Personal. Wie ich für das schon angedeutet habe, kann das zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Innovationsprojekt am Bereich von der Organisation will umsetzen, sieht das zum Beispiel, wenn er will paperless gehen, oder wenn er eine Dimension Teletravail will umsetzen oder auch nach, wenn er die externe Relation vom Betrieb, mit dem Client will digitalisieren, respektive verbessern und einen innovativen Approach umsetzen. In dem Kontext sind Personalkosten a priori nötig, also just dann als auch eligibel. Das heißt, einfach Computer kaufen sind als nicht eligibel, aber muss auch einen internen Erfolg machen mit Personalkosten für den Innovationsprojekt, sie öfter um Verfahren oder auch nach um Niveau von der Organisation, vom Betrieb, wie der schafft, umzusetzen. Sonst hatte ich noch keine weiteren Fragen, was den Innovationsfall anbelangt. Ich ging aber auf eine Frage angehen, die Gestaltung, für was die Kultur ausgeschlossen ist. Wie du weißt, auf europäischem Niveau sind das Regeln fixiert. Du hast die Kriterien, dass alles, was Landwirtschaftsproduktion anbelangt, ausgeschlossen ist, außer es handelt sich um Kommerzialisation davon. Das heißt, solo. Ein Winzer, der kriegt für seine Produktion, ist nicht eligibel, aber wenn jemand drin auch einen Weinstuf hat und da Kommerzialisation davon dagegen machen, die wollen außerdem eligibel, respektive Digitalisation von der ganzen Kommerzialisation von dem Betrieb wäre eligibel, aber wir dürfen laut europäischem Recht nicht auf Basis von diesen Hilfen Produktion von landwirtschaftlichen Produkten subventionieren. Dafür gehen andere Regeln und die sind dann noch beim Landwirtschaftsministerium angesiedelt. Voilà, das waren alle Fragen, die ich noch gesehen habe, was den Projekt Innovation anbelangt. Und dann gebe ich das Wort zurück in den Marc. Merci, Bob. Dann kommen wir dann zu der letzten Kategorie von den Fragen,
Das sind die über Projekte, über die Energieeffizienz oder ein Departement von Umweltnormen. Da richte ich dann noch die erste Frage, dann ist um den Bob. Sind Investitionen eligibel, die eine verbesserte Energieeffizienz von einem Gebäude als Ziel haben? Dann, merci Marc, danke, dann fährst du ja, wenn ein Betrieb Energieeffizienzmesuren will umsetzen beim Gebäude, ist das a priori eligibel. Das wird die Differenz zu machen zwischen einem existierenden Gebäude und einem neuen Gebäude. Bei einem existierenden Gebäude kann der Betrieb Investitionen machen, für die Energieeffizienz zu verbessern, sei es am Gebäude selber oder zum Beispiel auch an einer Schule. Das ist auch wichtig zu betonen, dass die generellen Kriterien sich noch immer applizieren, das heißt die Kriterien vom Effizienzinitiativ oder auch noch die Kriterien, dass den Invest muss klausuriert sein, innerhalb von 2 Jahren, nachdem der Minister Decision akkordiert, Decision, respektive Decision geholt hat. Bei neuen Betrieben als Projekt eligibel, wenn ein über das rausgeht, was die aktuellen Normen anbelangt. Das heißt, ein Betrieb kann und sich keine Hilfe kriegen, wolle Energieeffizienz, wenn er sich just konform setzt zu dem, was die nationalen Normen in dem Bereich betrifft. Ich komme dann weiter froh, wen den Invest muss realisieren, respektive wen eligibel dafür ist. Das ist wichtig zu unterstreichen, dass just die Betriebe, die Tölle aufruhen an den Investitionen betätigen und proprietär solo vom Gebäude sind, das sind die eligibel sind. Das heißt, ein Betrieb kann nicht eine Hölle aufholen für ein Invest machen zu lassen von einem zweiten, respektive einem dritten, wenn das Gebäude selber nicht gehört. Das heißt, das ist ein bisschen das Prinzip vom Proprietär-Exploitant, sodass unsere Promoteuren, wenn sie Gebäude bauen, sonst für Dono zu verkaufen, und ein Client nicht eligibel sind. Auch hier ging ich denke betonen über die Frage, auch dass rum könnt von alles was elektrisch Auto sind an diesem Kader nicht finanziert, aber das ist alles was materiell Rollen aus an die Lien der Mutter gemacht als nicht eligibel. Voilà, ich meine, das war auch, was das vorhin anbelangt. Ich ziehe dann eigentlich an, aber ich meine, du probieren wir mal das FAQ drauf zu antworten. Ja, merci Bob für all guten das Antworten. Da kommen wir dann um den Schluss von unserem Webinar. Ich so einen großen Merci und all guten Neues an der Benauern, den Ernest Böwer, den Bob Veit und den Christian Tock für all die nützlichen Informationen, die wir heute gekriegt haben. Ich so nicht auch all guten Merci, dass ihr so zahlreich noch geleistet habt. Heute sind noch bald zu 100, die noch kontaktiert sind. Ganz wichtig, ich habe schon für Druck gesucht, mir die Mathearbeiter von der Luxinnovation stehen zu Ihrer Verfügung, wenn ihr nach vorne habt, wenn ihr Informationen braucht, die nötig sind, für Fälle von uns zu fragen. Und wir können euch auch begleiten an der Ausschaffung von Ihrem Dossier. Ich wiederhole auch nachher, dass die Präsentation von Lo und auch den Webinar wird dann heute auf den Site von der Luxinnovation gesagt gehen. Die Informationen können auch nein gerne lesen um Gische.lu, wo dann, wie du gerade auch vom Bob überkündigt, auch ein Rubrik über Fragen und Antworten wird online gesagt gehen. Die sollt auch noch wissen, dass nur diesem Webinar von How to Plötzlich ja noch dem von der letzten Woche Französisch, geht es nach dem dritten auf Englisch, nur das immer aus, den 9. September, auch nächst um 11 Uhr. Und dann, ja, das Wort für heute. Ich sage euch alle gute Merci, dass ihr dabei wart und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Merci an Andy.